Von den sprichwörtlichen Affen weiß man ja, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ganz so wie in der immer brisanter werdenden BND-Affäre. Ein Stück aus dem Tollhaus, sagt selbst die SPD. Doch sie schweigt. Und damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Die BND-Affäre wirft einen bedrohlichen Schatten auf die Schaltzentrale der Macht in Berlin, auf Angela Merkels Kanzleramt. Die Bundesanwaltschaft prüft Ermittlungen. Airbus will Strafanzeige wegen Industriespionage stellen. Grüne und SPD wollen Kanzlerin Merkel vor den Untersuchungsausschuss laden. Der Geheimdienstskandal sorgt in der Hauptstadt für beträchtliche Nervosität. Denn diese Affäre hat das Zeug, zu einer Affäre Merkel zu werden. Jochen Gräbert berichtet. Dass ihre Spione für seine Spione seine Regierung ausspioniert haben sollen, das empört deutsche Politiker. Ein sehr gravierender Vorgang. Ein Spionageskandal, der seinesgleichen sucht. Sehr schwerwiegend. Unglaubliche Skandale. Wie stehen wir denn eigentlich da? Und die Amerikaner? Wie sehen die das? Der Transatlantik-Experte Andrew Dennison redet Klartext, von wegen Augenhöhe. Deutschlands Wirtschaft ist nur so ein Fünftel so groß wie die der Amerikaner. Die Ausgaben für Verteidigung nur ein Sechzehntel, das, was die Amerikaner ausgeben. Und für Aufklärung, was in aller Munde ist, nur ein Achtzigstel. Der BND unfähig. Alleine gelassen würde die BND die Vorgaben, die selbst der Bundestag denen gibt, nicht machen können. Deutsche Politiker hilflos. Als Deutscher, es ist nicht sehr hilfreich, nur empört zu sein, sondern man muss auch Konkretes tun, um mehr Gewicht zu haben. Die Regierung ohnmächtig. Wenn Deutschland mehr Gewicht haben will, dann muss es auch mehr ausgeben für Bundesnachrichtendienst. Die Deutschen auf Augenhöhe? Oder doch Zwerge im Antiterrorkampf, abhängig von den Amerikanern? Ja, und das wollen wir jetzt genauer besprechen mit dem Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag, Gregor Gysi. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Gysi, es hilft nicht nur, empört zu sein, sagt der Amerikaner kühl in unserem Film. Tatsächlich haben wir doch wenig Handhabe gegen die NSA. Dazu sind die Abhängigkeiten gerade im Antiterrorkampf doch viel zu groß. Ach, wir müssen das erst mal wollen. Die Frage ist doch, wie wir behandelt werden. Dass die Amerikaner uns 1949 voll misstraut haben, verstehe ich ja nach unserer Geschichte. Aber nicht mehr im Jahre 2015. Ich bitte Sie, wenn auch gegen meinen Willen. Aber USA und Deutschland haben zusammen Krieg geführt in Afghanistan und in Jugoslawien. Gleichzeitig spionieren sie uns aus wie ein Feindstaat und benutzen unseren BND, um ganz Europa auszuspionieren. Und zwar bis in die Regierungen befreundeter Länder hinein. Aber ist es nicht blauäugig, Herr Gysi, jetzt zu sagen, stoppt das? Was sagen Sie denn den Leuten beim nächsten Terroranschlag, wenn der mit Hilfe der Amerikaner hätte verhindert werden können? Also Sie glauben ernsthaft, bei den Wirtschaftsunternehmen deutsch-französischen, bei den Behörden Frankreichs geht es um Terroranschläge? Ich bitte Sie, die Terroranschläge, das ist so ein Ausschnitt. Der ganze Rest ist politische und Wirtschaftsspionage, deshalb ja auch die Anzeigen. Und ich wüsste schon, was man den USA sagen kann. Ich mag übrigens die Amerikaner, ich bin gar nicht anti-amerikanisch, aber ich würde Ihnen drei Dinge sagen. Entweder ich weise alle Leute aus den Botschaften aus, die was damit zu tun haben, dann haben wir einen diplomatischen Skandal. Oder das Gebäude, das NSE, der amerikanische Geheimdienst, sich in Wiesbaden baut. Das können sie gerne fertig bauen, aber da kommt Attack rein. Und die TTIP-Verhandlung kann man auch aussetzen. Okay. Wir sind doch nicht mittellos. Wir können doch mal ein bisschen sagen, Schluss, wir sind nicht mehr eine noch besetzte Macht. Noch wissen wir Macht. Aber ja gar nicht genau, wer und was genau ausgeforscht das worden ist. Aufklärung hat ist hier richtig. Die Kontrolle versagt und wer trägt die politische Verantwortung aus Ihrer Sicht? Also vollständig hat die Kontrolle versagt. Erst dachten wir, das Bundeskanzleramt hat gar nichts gewusst. Jetzt erfahren wir, es hat es doch schon seit 2008 gewusst, nichts dagegen unternommen. Wissen Sie, das Kanzleramt kommt nicht raus und damit auch die Kanzlerin. Entweder Sie haben nichts gewusst, dann sind Sie grottenschlechte Kontrolleure, das muss Konsequenzen nach sich ziehen, oder Sie haben es gewusst und nichts dagegen gemacht, dann könnte es sein, dass Sie sich wirklich an Straftaten beteiligt haben, nämlich Wirtschaftsspionage und Landesverrat. Das sind schon schwerwiegende Delikte in unserem Land. Wenn es eine Affäre Merkel ist, muss sie dann auch vor den Untersuchungsausschuss? Ja, ich finde auf jeden Fall, sie muss aussagen, übrigens auch unter Eid. Das gilt auch für die Kanzleramtschefs. Jetzt müssen wir es wissen. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen noch andere Konsequenzen ziehen, zum Beispiel die Kontrolle durch den Bundestag. Die fühlen sich jetzt auch ein bisschen veralbert. Die sagen, wir sind ja belogen worden die ganze Zeit. Also was machen wir? Zum Beispiel, warum haben die nicht das Recht, Stichwort einfach zum belogen. BND reinzugehen
und sich alles anzugucken. Warum müssen Sie sich immer 8 Wochen vorher anmelden? Also wir müssen über vieles nachdenken. Stichwort belogen, Sie haben den Begriff gerade benutzt. Hat diese Regierung, haben frühere Regierungen in dieser Frage, in der Affäre BND-NSA gelogen? Also der Ausschuss zur Kontrolle des Geheimdienstes, der Vorsitzende des Ausschusses, Herr Hahn, hat zu mir gesagt, ja, wir sind belogen worden, weil wir jetzt wissen, dass Sie Informationen hatten, die Sie uns gegenüber beleugnet haben. Mhm. Und das geht nicht. Das geht einfach müssen nicht. Müssen aus Ihrer Sicht Konsequenzen, personelle Konsequenzen gezogen werden? Fordern Sie einen konkreten Rücktritt? Ja, das mache ich immer erst, wenn ich vollständige Aufklärung habe. Ich bin Anwalt. Wissen Sie, nicht umgekehrt. Weil so ein Rücktritt führt nämlich dazu, dass auch die Medien und wir denken, die Sache ist erledigt. Ist sie aber nicht. Ich will strukturelle Veränderungen. Es wird auch personelle geben. Aber erstmal müssen wir alles wissen. Wer hat was gewusst? Was ist da geschehen? Wer ist eigentlich ausspioniert worden? Und sind wir so ein Hilfsorgan, also sage ich mal, des amerikanischen Geheimdienstes? Das kann alles nicht der Ernst sein. Ne? Vielen Dank bis hierhin, Herr Gysi. Bitte. Wir reden gleich noch weiter. Die Bilder und Schicksale lassen keinen kalt. Flüchtlinge, die Schutz suchen vor Krieg, Verfolgung, Hunger. Hunderttausende sind auf der Flucht, 3.700 sind erst gestern wieder aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die, die es auf den Seelenverkäufer und skrupelloser Schlepper bis zu uns schaffen, erwartet oft ein mangelhaftes, quälendes Asylverfahren. Die Zahl der Flüchtlinge steigt. Städte und Kommunen sind vielfach überfordert. Die Bundesregierung hat deswegen zum Flüchtlingsgipfel am 8. Mai eingeladen. Allerdings ohne die hauptbetroffenen Städte und mehrere Bundesländer. Fatal, denn es geht um Geld und bessere Organisation vor Ort. Julia Kritjan war in Berlin unterwegs. Die ersten stehen ab 4 Uhr früh an, um ganz vorne zu sein, wenn die Türen aufgehen. Berlin-Moabit ist die größte Ausländerbehörde Deutschlands und mit Sicherheit eine der überfordertsten. Auf einen Mitarbeiter kommen bis zu 60 Asylsuchende pro Tag. Wer Glück hat, findet jemanden, der schon länger hier ist und die Behörde kennt. Ich bin selbst dabei, andere zu helfen. Leider man kann nicht allen Menschen helfen. Es ist eine Katastrophe. Die Mitarbeiter tun mir auch irgendwo leid. Der Staat muss denen auch helfen, damit die auch anderen helfen können. Die Behördenleitung weiß sich selbst kaum zu helfen. Schon im Januar warnte sie in einem Brief an das Land Berlin, dass die Ausländerbehörde ab März, April nicht mehr arbeitsfähig sein wird. Es würden nun Entlastungsmaßnahmen ergriffen, teilweise entgegen aufenthaltsrechtlicher Vorschriften. So wurden zum Beispiel Duldungen für 18 statt für 3 bis 4 Monate ausgestellt. Die Politik reagiert mit einem neuen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt, kommenden Freitag. Doch so voll wie hier im Dezember wird es nicht. Berlin und 7 weitere Bundesländer wurden gar nicht erst eingeladen. Auch sitzt keine einzige Kommune mit am Tisch. Ja, das ist fast grotesk, wenn ich das sagen darf, dass sich mit Bund und Ländern die beiden über Flüchtlinge unterhalten, die mit der wirklichen Integration und Unterbringung vor Ort eigentlich nichts zu tun haben. Und warum man jetzt nicht auf die Expertise hört. Wir gehen ja dort nicht hin und jammern nur nach mehr Geld, sondern wir werden die Probleme beschreiben. Und ob Integration gelingt vor Ort oder ob sie nicht gelingt, das ist ja für die Stimmung in Deutschland insgesamt entscheidend. Das sei kein Gipfel, sondern allenfalls ein Hügel, spottet der Oberbürgermeister von Nürnberg. Er fordert ein umfassendes Integrationskonzept für Flüchtlinge, Sprachkurse, eine geregelte Gesundheitsversorgung und sozialen Wohnungsbau. Die Bürger sind weiter als die Politik. Wieder Berlin. Dieser Flüchtling aus Mali wohnt seit einigen Monaten in einer WG. Ein Zimmer wurde frei. Die Studenten sammelten für die Miete und fanden im Internet schon 30 Nachahmer. Die Bundesregierung rechnet mit 300.000 Asylsuchenden allein in diesem Jahr. Die zuständige Beauftragte für Flüchtlinge, Aydan Özos, unterstützt die gängige Forderung nach mehr Geld für Kommunen. Doch die Staatsministerin mit Büro im Kanzleramt weiß offenbar nicht einmal, wer eingeladen wurde. Wichtig ist doch jetzt, dass alle vertreten sind. Und das sind im Moment hauptsächlich Bund, Länder und Kommunen natürlich. Dass alle Interessen berücksichtigt werden und dass man dann auch zu vernünftigen Ergebnissen kommt, die wirklich entlasten. Ergebnisse? Schwer vorstellbar, wenn die Hälfte der Länder fehlt und eben keine Kommune vertreten ist. Für die Grünen ist der Gipfel eine Farce und die Flüchtlingsbeauftragte gescheitert. Mein Eindruck ist, dass hier völliges Versagen vorliegt. Also wir nehmen sie überhaupt nicht wahr. Sie ist nicht da, spricht die Themen nicht offen an, um die es geht, ob jetzt auf der europäischen Ebene, bei der Seenotrettung oder auch hier im Land. Das Einfordern von Flüchtlingsunterstützung fehlt vollkommen.
Sie habe selbst wenig Mittel und nur 40 Mitarbeiter, verteidigt sich die Flüchtlingsbeauftragte. Ein Amt für Symbolpolitik, passend zum groß angekündigten Gipfel im Kanzleramt. Herr Gysi, eine überforderte Flüchtlingsbeauftragte, ein weiterer Gipfel. Wie kann man denn den Flüchtlingen und auch den Städten und Kommunen, die sich um sie kümmern sollen, besser helfen? Na ja, ganz klar, der Bund muss hier eingreifen, muss die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Immer wenn wir Aufgaben an die Kommunen geben, der Bund, müssen auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir können nicht sagen, die sollen mal sehen, wie sie das irgendwie hinbekommen. Ich bewundere die Tausenden, die ehrenamtlich wirklich viel tun und versuchen, den Flüchtlingen zu helfen. Aber der Bund ist hier klar in der Pflicht. Als Oppositionspolitiker haben Sie natürlich leicht reden. Woher soll das Geld dann kommen? Na, zum Beispiel, indem man nicht derart verliebt ist in die schwarze Null wie gegenwärtig meine Regierung, sondern sie mal begreift, dass im Augenblick Geld nichts kostet, weil wir gar keine Zinsen haben. Wir müssen investieren, übrigens auch in Bildung, in Straßen, in Brücken, in vieles. Und natürlich müssen wir auch das bezahlen. Und wissen Sie, für Banken haben wir immer reichlich Geld. Und wenn es dann um Flüchtlinge geht, haben wir plötzlich kein Geld. Das kann ich auch nicht akzeptieren. Aber die Bundesregierung hat noch zwei andere Aufgaben. Wir brauchen in der EU eine gerechte Verteilung. Es geht nicht, dass ein Land wie Polen gar keine Flüchtlinge aufnimmt. Ich meine, die sind schwer katholisch, also sollen sie auch Flüchtlinge aufnehmen. Und wir müssen natürlich die Seenotrettung wirklich durchführen. Und letztlich, das ist das Wichtigste, worüber wir am seltensten diskutieren, wir müssen die Ursachen der Flucht versuchen zu beseitigen und zu überwinden. Kommen wir noch mal auf die beiden Punkte, die Sie angesprochen haben, zurück. Die Quote, die europäische Quote, das ist ja auch eine Forderung von Angela Merkel. Da gehen Sie mit der Bundeskanzlerin Schulter an Schulter. Immer für gerechte Verteilung. Okay. Man kann dann bei Kosten ausgleichen. Man muss natürlich auch die Wünsche der Flüchtlinge beachten. Und wenn dadurch ein Land mehr hat als anderes, muss man das wieder finanziell ausgleichen. Ich bin da immer für Gerechtigkeit. Alle haben ähnliche Aufgaben und das kann man dann ganz anders organisieren, als das gegenwärtig der Fall ist. Das zweite Stichwort Seenotrettung auch mit der Bundeswehr? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es andere Dienste, die viel geeigneter sind. Es gab einen hervorragenden italienischen Dienst, der ist gefahren bis an die libysche Küste. Plötzlich hat man gesagt, wir schützen nur noch vor der Küste Griechenlands. Was soll das? Also wir müssen bis an die libysche Küste und da soll man Seenotrettungsdienste nehmen. Die können das, glaube ich, besser als Armee. Die Bundeswehr soll aber laut Plänen der Bundesregierung beteiligt werden. Wenn sie da was Nützliches macht, das ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist, dass es überhaupt stattfindet. Und wie gesagt, dass wir endlich mal über die Ursachen der Flucht reden und was dagegen tun. Kriege, Hunger, Leid, Not. Darf ich nur beim Beispiel Hunger mal bleiben? Jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen, davon 18 Millionen an Hunger oder in den Folgen von Hunger, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Die Frage müssen wir, muss der führende Westen endlich mal beantworten und trotzdem, das überwinden. Trotzdem ganz kurz noch mal ein Blick zu uns. Wenn die Flüchtlinge herkommen, erleben wir vielfach Ablehnung, Anfeindungen und so weiter. Was kann man tun? Was tut die Linkspartei zum Beispiel da, wo sie stark ist in den neuen Ländern, gegen diese Anfeindungen und Ausschreitungen gegen Flüchtlinge? Also wir müssen immer an unsere Geschichte erinnern, zwischen 33 und 45. Wir haben Flüchtlinge einfach anständig zu behandeln. Und das Zweite ist, wir müssen Aufklärung betreiben, Ängste abbauen bei den Leuten. Müssen wir, müssen alle Parteien, müssen die Medien, müssen die Gewerkschaften, müssen die Kirche. Da haben wir eine gemeinsame Aufgabe. Bleiben wir dran. Vielen Dank, Herr Gysi, für Ihren Besuch bei uns. Schlagzeilen macht die AfD derzeit vor allem damit. Intrigen, Beleidigungen, Rücktritte. Zuletzt der prominente Frontmann Hans-Olaf Henkel. Selten hat sich eine Partei öffentlich derartig ungehemmt zerstritten. Ein knappes Jahr nach dem Triumph bei der Europawahl und etlichen erfolgreichen Landtagswahlen ist die bürgerlich-professorale Fassade schwer angekratzt. Populisten und Rechtsausleger kämpfen sich nach vorne. Der Richtungsstreit um den künftigen Kurs der Eurokritiker scheint die Partei zu zerlegen. Marie-Christine Böse berichtet. Christian Schäfer auf schwieriger Mission. Er will für die AfD in die Bürgerschaft in Bremen, SPD-Hochburg. Die AfD steht bei wackeligen 5%. Schäfer ist sauer. Er versucht, mit Themen durchzudringen. Doch der parteiinterne Zoff belastet seinen Wahlkampf. Das nervt, nicht? Also man möchte sich hier konzentrieren auf gute, sachbezogene Arbeit. Wir stellen fest, Leute kommen hier hin und sagen, im Wahl-O-Maten finden wir tolle Übereinstimmungen. Aber was ist eigentlich mit euren Vortänzern da vorne? Spinnen die eigentlich? Parteisprecher Lucke würde einen Erfolg in Bremen stärken. Der Landesverband ist auf seiner Linie. Doch in der Partei prallen Welten aufeinander, Persönlichkeiten. Vize Gauland will den nationalkonservativen Flügel stärken. Ex-Manager Henkel, Kopf der Wirtschaftsliberalen, wirft dem Spinnertum vor. Richtungsstreit.
Beispiel Hessen. Der Vorstand wird abgewählt. Der Ex-Landeschef soll absichtlich falsch über seine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern informiert haben. Er spricht von Erinnerungslücken. Beispiel NRW. Vizechef Püringer tritt zurück. Er beklagt einen Rechtskurs von Landeschef Prezell. Prezell selbst wird von den Sitzungen der AfD-Gruppe im EU-Parlament ausgeschlossen. Der liberale Henkel hatte das angestoßen. Der wiederum schmeißt vor kurzem im Bundesvorstand hin, ein Weckruf sei das für die Vernünftigen und eine Kampfansage an alle, die die Partei nach rechts verschieben wollen. In einigen Verbänden, Kreisverbänden und Landesverbänden, ist eine Entwicklung zu beobachten, die die Gefahr in sich birgt, dass die Partei nach rechts abrutscht. Und das muss verhindert werden, wenn man die Partei retten will. Die Blicke richten sich auch auf Björn Höcke, AfD-Landeschef Thüringen. Ein Blogger verdächtigt ihn, unter Pseudonym für NPD-Blätter geschrieben zu haben. Höcke bestreitet das vehement. Doch eine eidesstattliche Erklärung, die Lucke will, unterschreibt er nicht. Konfrontation. Per Resolution will Höcke die Partei weiter nach rechts drücken, beklagt darin die Angepasstheit der AfD. Kurs halten wird für Lucke schwerer. Diese Erfurter Resolution ist als ein Versuch gelesen worden, auch von mir, die AfD inhaltlich zu verschieben. Und da setze ich mich sehr entschieden gegen zur Wehr. Doch Lucke scheint nicht mehr unanfechtbar. Die Angriffe seiner Kritiker werden schärfer, die Gräben tiefer. Ich glaube, er möchte gar nicht mehr integrieren, sondern er möchte, dass sich der eine Flügel endgültig durchsetzt und hofft, dass es dann trotzdem reicht. Diese Analyse halte ich für falsch. Streit, Machtkampf, wo Lucke Harmonie bräuchte. Im Juni will er sich zum Parteichef wählen lassen. Gefährlich werden könnte ihm Co-Sprecherin Petri. Sie wolle nicht gegen Lucke antreten, appelliert an die Einheit der AfD. Ich glaube, wir tun gut daran, alle wichtigen Strömungen innerhalb der AfD zu einen. Zumindest ist das mein Ziel. Doch hinter den Kulissen, erzählen manche, agiere sie gegen Lucke, mit anderen vom nationalkonservativen Flügel. Sie sägen ununterbrochen an seinem Stuhl. Das tun sie öffentlich, das tun sie über die Presse, das tun sie durch Intrigen. Intrigen, die ihm auf die Füße fallen könnten. In Bremen kämpft Christian Schäfer um jede Stimme. Scheitert die AfD in der Hansestadt, könnte das die Gewichte in der Partei zugunsten von Petri und Co. verschieben. Das war der Bericht aus Berlin. Danke für Ihr Interesse. Nächste Woche begrüßt Sie Reinhard Becker hier. Tschüss aus dem ARD-Hauptstadtstudio.